Arr, ihr Landratten, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Projekt. Assassin's Creed Black Flag. Eins meiner Lieblings-Let's Plays. Ich habe den kompletten Season Pass. Ich habe den Season Pass noch nie gespielt. Ich habe das Spiel damals auf PlayStation gezockt. egal. Ein neues Spiel beginnen und schon geht es los. Seid gespannt. Jetzt seid ihr gespannt. Speichern. Ich bin immer noch krank, aber ich denke, das tut nichts zur Sache, denn wir kriegen das hier schon hin. Ubisoft präsentiert. Festhalten! Kap Bona Vista. Sie haben uns! Oh nein. Ist das ein Scheißwetter? Oh. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Okay. Das Ruder des Schiffs erreichen. Ich habe, wie gesagt, das Spiel noch nie auf PC gespielt, aber es sieht unglaublich gut aus. Steuerrad nehmen. Jetzt? Ja, ich hab das. Hallo? 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 Ja, hallo? Ich hab das Ruder des Schiffs erreicht. Ist das Spiel verbuggt oder was? Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann erreichen wir nochmal das Ruder. Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Ja, Sir. Sieht gut aus. Kanonen abfeuern. Machen wir. Segel setzen! Okay. Gegner feuert! Feuer! Na, ich kann mal ein bisschen die Soundeffekte anschrauben. Optionen. Ich war mir nicht sicher, wie laut die Soundeffekte sind. Weil ich nicht möchte, dass die... Erwarten Befehle! Weil ich nicht wollte, dass die Sprache untergeht. Alle aus der großen Bergen! Feuer! Wollt jetzt gern schwimmen, hä? Ja. Feuer! So, dann noch die... Mehr Segel! Auf die Kanonen, Männer! Ich glaube, das ist ein Brick oder so. Oh! Sehr gut. Feuer! Das Gewitter hat sie zugesetzt. Das ist keine Brick, das ist ein Schlachtschiff. Die Segel einholen! Scheiße. Feindliche Segel! Mehr von denen, Sir! Gib ihnen eine gute Breitseite! Jawohl! Geschafft! Soundtrack so hart. Das Magazin! Es explodiert! Ist nicht gut. Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Huh. Okay. Ist es gefährlich? Edward, die Freibeuterei, ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es.
Edward also. Und es lädt. Also ich habe mega Bock auf dieses Projekt. Und das sieht verdammt geil aus. Oh mein Gott. Okay, das erinnert mich ein bisschen an den ersten Teil von Bioshock. erreichen. Kriegen wir hin. Ja, wir sind im Piratenzeitalter. Ich liebe diese Genre so hart. Es ruckelt aber so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Und ich habe es übrigens immer noch nicht hingekriegt, Tastaturgeräusche aus den Aufnahmen zu entfernen. Ich muss ja echt nochmal gucken. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hole ich mir, Früchtchen! Auf geht's, den Assassinen finden. Warum auch woher Edward auch immer. Na komm, Mann! Weiß, das war ein schlechter Anfang! Aber okay, never mind. Ja, ich muss irgendwas gleich mal runterstellen. Moment, ich glaube, das könnte an dieser Fice-X-Gedöns liegen. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Oh, jetzt ruckelt's aber richtig. Wir sehen uns gleich. So, weiter geht's. Sollte jetzt besser laufen. Ich habe gesehen, dass Fosen angeschaltet war. Und, Fosen doof ist. Müssen wir hier hoch? Nein. Aha. Da ist es ja. Dann gehen wir hier hoch. Und übrigens ein guter Kletterer scheinbar. Kommen wir da so hoch? Nö. Gut, dann nehmen wir halt den altmodischen Weg. Mensch, Edward, ich bin enttäuscht. Gehen wir hier rum. Oh, ein Aussichtspunkt. Aussichtspunkte sind geil. Also wie gesagt, ich habe den Season Pass, das heißt danach, denke ich mal, werde ich Schreiner Freiheit machen. Das ist das DLC dazu. Wir haben auch noch ein paar Bonusinhalte, ich denke mal neue Kostüme und so. Wir werden uns alles mal anschauen, auf jeden Fall. Aussichtspunkt synchronisiert. Gehen wir hier mal runter. Hey, da ist eine Spur. Die will ich haben. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Die Truhe ist hier unter, ne? Folge mir und du stirbst! Ja, das sehen wir gleich. Lass mich erstmal hier das Geld. Dankeschön. Das fand ich in Assassin's Creed auch sehr interessant. Dort haben sie ja das, nicht das erste Mal Truhen eingebaut, aber dort haben sie Truhen eingebaut, die man ja nur mit Dietrich öffnen konnte. Und das war ab und zu sehr, sehr schwer. Besonders damals mit dem Controller, mit Maus und Tastatur hatte ich nie Probleme. Aber
halt, wie gesagt, mit oh, ich kann hier Tiere retten. Nehmen wir mit. Wie gesagt, früher mit Controller auf der PS3 ging das gar nicht. Zack. Ab und zu, wenn Texturen nachladen, scheint es ein bisschen zu laggen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir könnten uns zusammentun. Könnten wir das? Ja, also theoretisch hat Edward ja recht. Ich meine, wir wollen ja beide hier runter, ne? So, dann gehen wir hier mal runter. Schön in das warme Wasser. Bleib mir vom Leib! Nee. Aua. Also jetzt bist du zu weit gegangen. Jetzt gibt's auch die Fresse. Also mehr. Scheiß auf euer Credo. Dann wirst du ausgerottet. Zack. Zack. Na komm. Hast du etwa Angst? Was ist doch nicht haben von mir? So. Das war dafür, dass du mich angeschossen hast. Sieht wertvoll aus. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Ist zu warm. Also sowieso, dass der Assassin mich geschwitzt hat, also ich bin nicht so warm. Dieser Schoner sollte ausreichen. Okay. Das war doof. Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Na. An Pirschzorn. Kennen wir schon. Unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin nur ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat! Du wirst hängen für deine Schandtaten! Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Einmal. Bleibt hier! Na, Moment. Stoppt sie! Zack. Nimm mir einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Nehmen wir den noch weg. Oh Gott. Oh Gott. Wir suchen den. Das erste hart verdiente Geld. Okay. Alles noch. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Ja, haben wir verstanden. Warum hat der Typ denn eigentlich so ein Echo? Ich weiß nicht, wenn ich pfeife, ob die das auch haben. Oh, oh, ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Na komm her. Weg damit. Oh Gott! Oh! Oh Gott! Wir haben schon fast 1000. Wo habt ihr denn die 900 her? Hatte Duncan Walpole die dabei?
Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Na komm. Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Ich will nicht unbedingt kämpfen eigentlich. Oh Gott! Oh Gott! Scheint ja nichts zu bringen. Weg mit dir. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Wisst ihr, an wen der mich erinnert? Der erinnert mich an, wie heißt er denn? Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Ja, bei 30 Grad, glaubst du. Der Typ erinnert mich an den einen Typen aus Harry Potter. Oh, wie hieß er denn? War nicht drauf. Ich wollte... Oh. Ist das anstrengend. Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. So gefällt mir das. Schatzkarten. Haben wir. Aber ich bin der Meinung, dass es hier schon den ersten Schatz gab, oder? Und es ist hier. Okay. Moment, hier ist das Schiff. Das heißt, wenn wir noch ein ganzes Stück zurückgehen, müssten wir den Schatz finden. Hey, hier ist eine Truhe. Was war die nicht? Es gibt hier dann immer so ein paar Dingens. Wasser. Wir sind doch schon mal getaucht, oder nicht? Oh, hier ist eine Grotte. Ich glaube, das ist hier. So. Herzlich willkommen bei One Piece. Hier ist der größte Schatz der Welt. So. $1,500 Geld. Damit haben wir die Schatzkarte schon gebraucht. Wir behalten diese aber im Inventar. Hier steht dann aber vergrabener Schatz gefunden. Schatzkarten sind äußerst nützlich, tatsächlich. Können wir die... Okay. Ich wollte es nicht tun. Ne? Also alle Tierfreunde, ich wollte die nicht töten. Ich wollte es nur versuchen. Schöner Schoner, oder? Schöne Farben. Sieht sehr prächtig aus mit dem Gold und so. Also er scheint als Händler gar nicht schlecht zu verdienen. Vieren und Fahrt aufnehmen!
Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. So. Können wir jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Wie ging denn? Diese Leute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja. Eine vielbefahrene Meerenge. Können wir... Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte, Melasse, Rum und solcherlei Dinge. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. Ich habe immer recht. Aber lässt sich gut fahren, der... Rahm- und Marssegel festzurren! Ich will nur wissen eigentlich, wie man Shanties anmacht. Warte mal, Option. Steuerung. Schiffssteuerung. Seemann Shanty 3. Alles klar. Ach, geht doch. Leesegel heißen! Los geht's! So, dann segeln wir mal aus der Bucht raus. Ja, eigenes Angeln. Im Wald. Boah, da hat man richtig Bock auf Karibik. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Hatte der gerade ein Einhorn als Galeonsfigur? Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. So, Ladebildschirm. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön. Willkommen zurück. Hallo. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Danke. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Sieht gut aus. Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Mhm. Aber wie es weitergeht bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.